Hallöchen, jetzt fangen wir an mit der Buchvorstellung. Heute reden wir über das Ritual des Sparrow von Margaret Kidjoy. Und ihr werdet jetzt sagen, Moment, Margaret Kidjoy und das Buchcover kommen mir auch bekannt vor. Woran könnte das liegen? Es ist tatsächlich eine Fortsetzung von Das Lamm wird den Löwen verschlingen. Ups, von Margaret Kidjoy. Und ich finde, schaut euch mal die Buchcover an. Ich liebe diesen Stil, ultra schön. Und ja, so wie das Buchcover ist, kann man auch sagen, dass das Buch sehr einzigartig ist. Die ganze Geschichte dazu, und das ist das erste Buch, bei dem ich sage, der zweite Teil war besser als der erste. Wenn ich die beiden miteinander vergleiche, gefällt mir das zweite besser. Und das ist tatsächlich auch mal ein Buch, bei dem ich einen kleinen Kritikpunkt habe, aber nichtsdestotrotz definitiv lesenswert ist. Fangen wir erstmal damit an, worum es geht. Also, die Autorin Margaret Kidjoy ist vielleicht interessant, aus verschiedenen Gründen zu wissen, ist eine Transfrau. Damit, muss ich sagen, bin ich sehr froh, dass der Fester Verlag damit auch ein bisschen die LGBTQ-Plus-Szene unterstützt und deswegen auch AutorInnen aus dieser Bewegung vertritt oder zu vertreten hat. Das zweite ist, dass das auch ein sehr präsentes Thema in beiden Büchern ist. Wie meine Internetrecherche gezeigt hat, gibt es wohl noch weitere Teile. Bis jetzt aber noch nicht im Fester Verlag erschienen. Das Ritual des Sparrow, das ich auch hier habe, ist jetzt quasi ganz druckfrisch erschienen in der Reihe Fester Special. Und ja, ist ohne ISBN wie der deutsche Erstausgabe, das heißt nur bei Fester direkt auf der Homepage zu kaufen. Und wenn ihr es auf Amazon guckt, sucht, dann findet ihr immerhin das E-Book. Aber das richtige Buch gibt es nur auf Fester. Und ja, die Fester-Special-Reihe ist so... ist special. Was haben wir sonst noch in der Fester-Special-Reihe? Ihr kennt ja sicher alle das Eisdielen-Buch. Jedes Mal, wenn wir uns eine Eisdiele treffen, verdammt, explodiert dein verdammtes Gesicht. Eines meiner absoluten Lieblingsbücher von Carlton Mellick III. Fantastisches Buch. Und was ich euch vor kurzem vorgestellt habe, ist Mergenstrom. Und ja, diese Bücher haben alle so eine ganz eigene eigene Covergestaltung. Der Buchrücken und so, das ist so Hardcover und das finde ich sehr schön. Es gibt immer ein passendes Bändchen für Leute, die so Wert darauf legen, dass das farblich dann passt. Und das sind dann halt immer so ganz besondere Bücher, die eine kleine Nische bedienen, aber immer so ein kleiner Schatz sind, sozusagen. Und jetzt kommen wir mal zu den beiden Büchern. Also, Das Lamm wird den Löwen verschlingen und Das Ritual des Sparrow. Die ist quasi, der zweite Teil ist quasi die Fortsetzung davon. Man kann den zweiten Teil auch lesen, ohne den ersten zu kennen, aber es ist sinnvoller. Es geht um Dämonenjäger, die unfreiwillig Dämonenjäger geworden sind. Es geht um Anarchisten in der heutigen Welt, die rumreisen, Punks, also anarchistische Punks sind und total durcheinander gewürfelt. Also es gibt Schwarze dabei, es gibt Weiße dabei, es gibt polyamoröse Menschen dabei, es gibt Transmenschen dabei. Und. Also die komplette Vielfalt. Und das dann eben noch anarchistisch. Es gibt keinen richtigen Wohnsitz. Es gibt keine Regeln. Aber... und sie sind auf der Flucht. Also das ist alles so... ja, super interessant geschrieben. Ich persönlich bin kein großer Fan von dem Konstrukt der Anarchie. Aber es ist eine ganz persönliche Meinung. Ich könnte damit nicht so gut umgehen. Ich mag Regeln. Und das hat mich aber nicht gestört. Was mich ein bisschen gestört hat und was mir aufgefallen ist bei beiden Büchern, ist, dass sehr viele Themen gleichzeitig in diesem Buch bedient werden. Und warum sage ich das? Denn ihr solltet euch davon nicht abschrecken lassen. Wenn ihr das Buch aufschlagt, dann werdet ihr erstmal sehr mit vielen Gender-Sachen überrumpelt. Und wenn ihr nicht so in dieser ganzen Gender-Thematik drin seid, könnt ihr das Gefühl haben, ihr seid damit überfordert. Ich habe das Gefühl, dass die Autorin auf jeden Fall eine Message rüberbringen wollte und ihr das super wichtig ist. Natürlich, sie ist ja auch eine Transfrau, aber
sie zieht das nicht konsequent durch. Das heißt, am Anfang wird in beiden Büchern über diese ganze Problematik gesprochen und über diese ganze Diskussion. Und das wird ein bisschen extremer dargestellt. Es ist halt auch die USA, da ist ja alles ein bisschen krasser als bei uns. Bei uns schwappt das ja quasi jetzt erst nur so rüber. Und es ist auch wichtig, dass man viele Dinge extrem darstellt, damit die Gesellschaft das auch, wenn es die extreme Form kennt, dass es dann so ein kleines Mittelmaß für sich findet und es dann normalisiert wird. Und es ist auch wichtig. Allerdings wird das nicht konsequent, diese Thematik durchgezogen. In beiden Büchern, das ist mir persönlich aufgefallen, ist am Anfang sehr präsent das Thema mit dem ganzen Genderfrage, mit der Frage der Identität, mit wie benutzt man Pronomen, wie gestaltet man ein Leben als Transperson. Aber das tritt sehr schnell in den Hintergrund. Und den Rest des Buches geht es um Dämonenjäger. Und ich muss sagen, das erste Buch hatte sowas wie, hatte Märchenelemente dabei. Da ging es um einen Dämon, der in Form eines Hirsches dort gelebt hat, in einer Gegend, sage ich mal, die so ein bisschen speziell war. Und es scheint Magie zu geben. Aber das ist nicht so eine Harry Potter-Sache, um es mal so zu sagen, sondern das ist schon so sehr erwachsen gestaltet. Mir hat das zweite Buch besser gefallen, denn dort wird eine interessante Frage diskutiert. Inwieweit darf der Mensch eingreifen, wenn es um Leben und Tod geht? Das ist die große Thematik in dem zweiten Buch. Darf man Tote wieder zurückholen? Und da gibt es sicherlich mehrere Antworten. Darf ein Rettungssanitäter einen Menschen wiederbeleben? Ich glaube, da würden alle Ja sagen. Aber dürfte man mit Magie einen Toten wieder in die Welt der Lebenden zurückholen? Wie fühlt sich die Person, die zurückgeholt wurde? Wie fühlt sich das Umfeld der Person, die quasi sehr lange getrauert haben, sagen wir ein halbes Jahr, und auf einmal ist die Person wieder da? Kann man denn noch normal weitermachen? Und was ist, wenn man sich entscheidet, die Person dann doch wieder sterben zu lassen? Darf man das? Das sind ultra interessante Fragen und deswegen stelle ich euch dieses Buch heute vor, weil es mich wahnsinnig bewegt hat, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Die ganze Gender-Thematik ist super wichtig und ich finde es schön, dass sie auch angesprochen wurde. Leider wird sie nicht konsequent durchgezogen. Das ist eben mein Kritikpunkt. Ja, ich werde euch jetzt einen kleinen Teil vorlesen. Ich habe das eben schon im Stream gesagt und jetzt für YouTube nochmal ganz kurz. Das Buch ist nicht sehr dick. Es hat 170 Seiten, ihr seht es. Und es ist eben ein spezielles Buch für, sagen wir, Liebhaber, Dissing Fester Special. Da wird nicht damit gerechnet, dass diese Bücher den Mainstream ansprechen, sondern das ist wirklich was für echte Fans. Ich sag nur Carten Malik der Dritte. Allein der Titel, jedes Mal, wenn wir uns in Eisseele treffen, explodiert dein verdammtes Gesicht, ist, glaube ich, kein Titel, der jeden ansprechen würde, aber empfehlenswert ist. Und Morgenstern eben auch. Das ist so ganz, eine ganz eigene Form von Horror. Und hier eben auch. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, lasst euch am Anfang nicht so abschrecken, solltet ihr damit überfordert sein. Ja? Und ich finde es klasse, dass diese Thematik im Horrorgenre angekommen ist und langsam normalisiert wird. Das muss ich dazu sagen. So. Und nun werden wir einen Teil lesen. Ich fange nicht direkt am Anfang an, also solltet ihr euch das Buch holen. Übrigens, wenn ihr euch das Buch holt, sagt ruhig, dass ihr von mir kommt. Das bringt gar keinen Vorteil. Für euch nicht, für mich nicht. Ich kriege da keine Provision oder so und ihr kriegt keinen Rabatt. Aber die Festers lesen meinen Namen und der soll sich einbrennen auf ewig. Ja, also, wenn ihr euch das Buch holt, lest von Anfang an, denn ich habe ein bisschen was ausgelassen. Und für die, die beim ersten Stream nicht dabei waren oder das erste Buch noch nicht kennen oder beides, ja, ein paar Punks waren in dieser Stadt und haben gegen diesen Hirsch gekämpft und werden nun gesucht. Und sie haben eine Autopanne und sind irgendwo im Nirgendwo. Und nun beginnen wir dort, dass sie beschließen zu trampen. So, dann fangen wir mal an. Mit 5 Personen ist Trampen schwierig. Unter normalen Umständen hätten wir uns in 2 Gruppen aufgeteilt, aber es herrschten gerade keine normalen Umstände.
Um es ein bisschen interessanter zu machen, mussten wir eine Mitfahrgelegenheit kriegen, bevor uns die Cops aufgabelten und unsere Namen überprüften. Wir wussten nicht, ob Haftbefehle gegen uns vorlagen, aber wir wollten das auch nicht auf die harte Tour herausfinden. 5 Menschen und Gepäck. Bryn, Vulture und ich hatten Reiserucksäcke. Und die Days, also Thursday und Doomsday heißen die, darum die Days. Und die Days hatten in annehmbarer Größe, Koffer in annehmbarer Größe. Alles war voller Glasscherben und Vultures gelber Rucksack war mit Blutflecken gesprenkelt. In Ordnung, sagte Doomsday und ließ ihre Zigarette auf den Boden fallen, wo sie sie mit ihrem Stiefelabsatz austrat. Kommt zusammen, nehmt euch an den Händen. Ich kenne ein Ritual für diese Anhalterkacke. Wir standen immer noch in den Wäldchen, von der Straße aus wahrscheinlich nicht zu sehen. Ich nahm Vultures und Bryns Hand und wir bildeten ein kleines Fünfeck. Wiederholt, was ich sage, erklärte Doomsday. Aber nacheinander. Ich sage einen Vers, dann sagst du diesen Vers, Thursday, während ich den nächsten sage. Dann Bryn, Danielle, Vulture. Wiederholt das immer, was die Person zu eurer Linken als letztes gesagt hat. Wenn ich den 5. Vers ausgesprochen habe, macht ihr weiter, bis Vulture den letzten Vers allein spricht. Wenn jemand verkackt, fangen wir von vorne an. Als ich das zum ersten Mal probiert habe, habe ich jeden Vers wenigstens einmal verkackt. Das ist echt nicht schlimm. Verstanden? Verstanden, gaben wir zurück. Dann begannen wir. Wir bitten um freundliche Fremde. Wir bitten Barrow zu schicken, was ihm beliebt. Wir bitten, dass böse Blicke uns verschonen. Wir bitten die Toten, uns zu beschützen. Wir bitten, dass Leid uns fernbleiben mag. Wir brauchten etwa 4 Runden, bis es klappte. Es ist schwierig, jemandem zuzuhören, wenn man gerade selbst spricht, aber nicht so schwierig, wie ich gedacht hatte. Zum Glück bin ich durchgekommen, ohne es auch nur einmal zu verkacken. Keine Ahnung, wie ich mit noch einem Versagen umgegangen wäre. Ich spürte die Energie zwischen unseren Händen fließen. Ganz subtil. Etwas, das ich vielleicht auch schon gespürt hatte, bevor ich Zeugin echter Magie geworden war. Nachdem Vulture die letzte Zeile ausgesprochen hatte, fiel Stille über uns und eine Brise hob an. In unserer Mitte entstand ein Wirbel in derselben Richtung wie unser Ritual und verschwand dann zwischen den Bäumen. Wieder diese Stille. Also, fragte ich schließlich, was zum Teufel haben wir gerade getan? Nichts, sagte Doomsday, nur ein Spruch, der uns Glück mit Fremden bringen und Leute fernhalten soll, die uns gefährlich werden können. Und der Kram mit diesem Barrow und den Toten? Ich kenne den Spruch nicht besonders gut. Ich glaube, Barrow ist die Bezeichnung für den ewigen Geist, an den er sich richtet. Er ist ein Totengeist, glaube ich, aber darum geht es im Ritual nicht. Toll. Was soll da schon schief gehen? Keine 10 Minuten später nahm uns ein SUV mit. Für diejenigen, die es interessiert, weder ist es gewöhnlich, dass einen ein SUV mitnimmt, noch dass es so schnell geht. Ich meine, beides ist mir schon passiert, aber normalerweise nicht, wenn ich mit 4 anderen Leuten getrampt bin, von denen 2 farbige sind und männlich obendrein. Oh, und Bryn hatte diese Gesichtstätowierung. Und Doomsday war die gesuchte Mörderin ihres Ehemannes und mehrere Polizisten. Ich kann es niemanden übel nehmen, der uns 5 stehen ließ, egal in was für einen Wagen. Niemand will in einem eigenen Fahrzeug in der Unterzahl sein. Man muss schon etwas Besonderes sein, jemand, der mutig ist und Menschen helfen will, um eine Gruppe wie uns mitzunehmen. Wie sich herausstellte, muss man ein Mensch wie Gertrude Miller sein. »Wo soll's denn hingehen?«, fragte sie, nachdem die anderen 4 hinten eingestiegen waren und ich die Rolle als Beifahrerin eingenommen hatte. Ich war in einer hastigen Abstimmung zur Unterhändlerin mit dem Fahrer ernannt worden. Unter der Maßgabe, dass Thursday eingreifen würde, sollte sich der Fahrer als Widerling entpuppen. Oder als Kerl, der auf mehr aus war. Gertrude Miller war nichts davon. Sie war eine Weiße von vielleicht 50 Jahren mit einem abwesenden Blick und einem kühlen, aber aufrichtig wirkenden Lächeln. Sie machte den müden Eindruck einer Frau, die ihr Leben lang für andere gearbeitet hatte und besaß auch genau das Selbstbewusstsein. Nach Glacier, sagte ich. Und Sie? Es hat sich bewährt zu fragen, wo eine Fahrt hingeht. Eigentlich viel wichtiger, wenn man Grund zum Misstrauen hat, wenn ich zum Beispiel allein unterwegs bin und mich ein Mann mitnimmt. Wenn Sie keine eindeutige Antwort geben können, steige ich nicht ein. Pendleton, sagte sie. Das bringt euch in die Nähe von Glacier, aber ich fürchte, bis wir ankommen, wird es schon dunkel sein. Das ist okay, sagte ich. Von da finden wir schon was. Danke fürs Mitnehmen. »Jederzeit«, erwiderte sie. »Wisst ihr, warum ich euch aufgegabelt habe?« »Vermutlich hat ihr Jesus das gesagt«,
Sie soll es tun, oder vielleicht erinnerte ich sie an ihre Tochter oder ihre Enkelin, oder sie war wegen meiner Begleiter besorgt um mich. Warum? Fragte ich. Gott hat es mir aufgetragen, sagte sie. In Pendleton gibt es ein paar junge Leute, die genauso aussehen wie ihr. Sie betreiben die Bücherei, seit das County sie aufgegeben hat, und immer noch kostenlos. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal mit jemandem anfreunden würde, der im Gesicht tätowiert ist. Wirklich nicht, aber diese Kids sind in Ordnung. Da habe ich angenommen, dass ihr auch in Ordnung seid. Für einen Moment erlosch ihr Lächeln und sie kniff die Augen ein wenig zusammen. Außerdem, fuhr sie fort, bin ich schon mal gestorben. Ich muss vor nichts mehr Angst haben. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, also wartete ich ab, ob sie das weiter ausführte. Das tat sie nicht. Stattdessen schaltete sie das Radio ein und poppige Country-Musik erfüllte den Wagen, während wir in Richtung Sonnenuntergang fuhren. Wieder starrte ich durch eine Windschutzscheibe in die sinkende Sonne. Ich war außerhalb meines Körpers, als schwebte ich unmittelbar darüber oder saß ich wieder auf dem Fahrersitz. Nein, ich war Beifahrerin im Wagen einer Fremden. Ach, keine Fremde. Gertrude. Vielleicht hatte ich eine Gehirnerschütterung. Was hatten die Ärzte noch gefragt, als ich mir als Kind auf dem Spielplatz den Kopf super hart angeschlagen hatte? Welches Jahr haben wir? Wie heißt du? Zähl von 100 an in 7er Schritten rückwärts. 100? 93? Ich hätte viel früher anhalten sollen, schon als ich müde wurde. Warum hatte ich das nicht getan? 86? Das Fahren hatte sich gut angefühlt. Ich hatte mich nützlich gefühlt. Nein, nicht für die anderen. Als ich mich Richtung Westen von Iowa entfernte, hatte ich ein Gefühl von Kontrolle über mein eigenes Leben und Schicksal gehabt. Das ist einer der Gründe, warum ich reise. 79? Seit Monaten war das Gefühl der Kontrolle weg gewesen. Nicht wegen der Magie- und Dämonensache, wegen Clays Tod. Er war ein, ich weiß nicht, nicht Eckpfeiler, Grundpfeiler. Die Tatsache, dass er irgendwo auf der Welt existierte, hatte mich aufrecht gehalten. Jetzt war er fort und seither hatte ich keine Kontrolle mehr. Vielleicht lag das gar nicht speziell an ihm. Vielleicht hätte ich mich nach dem Tod von jedem meiner engen Freunde so gefühlt. Hatte ich überhaupt noch enge Freunde? 72? Wenn man zusammen mit anderen reist, ist das immer ein Kompromiss. Genauso wie andere Menschen nahe zu sein. Geben wir Teile unserer Autonomie auf, um mit ihnen zusammen zu sein? Ist es das wert? 85? Moment, das stimmt nicht. 55? Bei welcher Zahl war ich? Ich konnte keine Gehirnerschütterung haben, einfach weil ich keine haben wollte. Und weil ich, selbst wenn ich eine hätte, sowieso nichts dagegen hätte tun können. Vermutlich konnte ich auch, wenn ich fit war, nicht in 7er Schritten von 100 runterzählen. Alles war okay. Ich war okay. Ich konnte atmen. Glücklicherweise versank die Sonne hinter dem Horizont und hörte auf, mich daran zu erinnern, dass ich das Auto geschrottet und beinahe uns alle umgebracht hatte. Ich erlaubte mir sogar einzudösen. Die Fahrt dauerte 3 Stunden und wir schmiedeten Pläne, so gut man das im Wagen einer Fremden eben kann. Wir wollten es in der Bibliothek versuchen. Wenn die Typen da uns so ähnlich waren, wie Gertrude annahm, würden sie uns zumindest für eine Nacht aufnehmen. Anarchisten halten zusammen. Naja, außer wenn wir wegen Kleinigkeiten übereinander herfallen. Außerdem hatte ich wohl vor ein paar Tagen einen Anarchisten quasi an einen Hirsch verfüttert, aber das tat jetzt nicht zur Sache. Das war kollektive Selbstverteidigung gewesen. Er hatte versucht, den Hirsch auf meine Freunde zu hetzen. Egal, wir wollten es in der Bibliothek versuchen und dann irgendwo ein neues Auto organisieren. In Pendleton liegt nur ein Häuserblock zwischen der abgelegenen Landstraße und der Innenstraße, was ein bisschen beeindruckend ist. Nichts, nichts, Weide, nichts, Bäume, nichts. Dann plötzlich eine Radarfalle und direkt dahinter eine Touristenfalle, wo letzterer stand sogar ein aus Zement gegossener Tyrannosaurus. Es war die Art herrliche Attraktion, die man noch nie zuvor gesehen hat, bis man mal in die Gegend des Landes fährt, in denen Menschen Roadtrip-Filme spielen lassen. Dem folgte eine Touristenmeile im Western-Stil, mitsamt Promenade und auf altgetrümmten Straßenlaternen. Die Stadt hat auch schon bessere Tage gesehen, sagte ich, als wir einen zerbrochenen Holzzaun passierten, der die Promenade flankierte. Gibt keine Jobs mehr, seit die Touristen ausbleiben. Warum kommen keine Touristen mehr? Budgetkürzung, sagte Gertrude. Ich kenne mich da nicht aus, aber viele öffentliche Ländereien wurden privatisiert und jetzt gibt es nicht mehr so viele Nachholungsgebiete wie früher. Eine Weile war das kein Problem, da gab es noch Arbeit bei den Gasfirmen, aber
Letztendlich war das Gebiet wohl doch nicht so lukrativ. Und jetzt sind alle guten Jobs ein paar Stunden zu weit im Osten und die jungen Leute gehen alle weg. Das ist eine Schande, sagte ich. Denn so war es. Alles hat ein Ende, erwiderte sie. Das sind nun mal die Wege des Herrn. Ich glaubte nicht an Gott, aber sie hatte nicht Unrecht. Die Leute starren, sage ich. Wir standen an einer roten Ampel, vermutlich die einzige Ampel in der ganzen Stadt, und ein alter weißer Mann funkelte hinter den Vorhängen eines Kramladens hervor. Oh, die starren nicht euch an, sagte Gertrude. Die Ampel wurde grün und sie bog nach links von der Hauptstraße ab. Die Stadt war nicht breiter als 3, vielleicht 4 Blocks und höchstens 10 Blocks lang. Viele kleine Häuser und drumherum massig Wald und Ebenen. Die Menschen hier haben keine Vorurteile. Sie haben nichts gegen Schwarze oder Leute, die sich anziehen wie, keine Ahnung, wie man das nennt. Punks? Fragte ich. Wir waren nicht das, woran die meisten Leute denken, wenn sie Punks hören. Keiner hatte einen Iro und ich glaube auch nicht, dass einer von uns, ausgenommen vielleicht Thursday oder Bryn, die Sex Pistols hörte. Aber wir waren dennoch Punks. Genau, ja. Was ist mit Transmenschen? Fragte Vulture. Gertrude blickte in den Rückspiegel, vielleicht um zu prüfen, ob sie Vulture ansah, dass er trans war. »Ach, Süßer, das hier ist Montana, nicht North Dakota«, sagte sie. »Ist das ja oder nein?« fragte Vulture. »Wir lesen Zeitung, wir haben Leute wie dich im Internet gesehen und die Menschen hier wollen andere einfach Menschen sein lassen.« »Cool«, sagte Vulture, es klang nicht besonders überzeugt. »Weißt du«, sagte Gertrude, »ich hätte es nie gedacht. Du gehst als ziemlich echt durch.« »Das ist eine Aussage, die wie ein Kompliment klingen könnte, aber im Endeffekt keins ist«, gab Vulture zurück. »Hast du... du weißt schon...« Ich glaube, 3 von uns unterbrachen sie gleichzeitig. »Kein gutes Gesprächsthema«, sagte ich. »Kapiert.« Sie schien das aufrichtig gut aufzunehmen, aber die Aufforderung, dass sie nicht die Fragen stellen sollte, die sie eindeutig stellen wollte, ließ einen Moment der Stille im Wagen entstehen. »Warum starren denn die Leute denn?«, fragte ich schließlich, als sie an einem Stoppschild bremsten. »Die Leute starren mich an, seit ich zurückgekommen bin.« »Zurück in die Stadt? Zurück von den Toten?« Sie sagte das so beiläufig, als würde es niemand groß wundern. »Also«, fragte ich, »mit diesen Elektroden, mit denen man zurück ins Leben geschockt wird, nach einem Autounfall oder so? Falls das, nicht, ich meine, auch eher eine eher unhöfliche Frage ist.« »Nein, nein, alles okay.« Gertrude bog nach links auf eine unbeleuchtete Straße ab. Vielleicht lag in dieser Richtung die Bibliothek. Vielleicht wurde es auch gefährlich. Zum ersten Mal während der gesamten Interaktion, hey, vielleicht bin ich langsam, aber hatte ich auch einen echt harten Tag, fühlte ich mich unwohl. Ich saß an der vorderen Kante meines Sitzes und spähte zu den Türschlössern. »Ich starb an Krebs. Letztes Jahr an Weihnachten. Ich war 6 Monate lang tot.« »Hat Gott sie zurückgebracht?« »Ich traf schon mein ganzes Leben lang ständig auf Verrückte. Das war da für mich okay. Wir würden klarkommen.« Ich blickte über meine Schulter, ob meine Freunde zuhörten. Sie hörten zu. Bryn hatte eine Hand an ihrem Messer. Thurston hatte die Hand in der Bauchtasche seines Kapuzenpullis, vermutlich an seiner Pistole. »Jemand in der Art«, sagte Gertrude. Mittlerweile glaubte ich, dass es nicht Gott gewesen war, der Gertrude aufgetragen hatte, uns mitzunehmen. Immerhin hatten wir die Toten gebeten, uns zu bewachen. Sie hielt an. Es kam nicht plötzlich, sie hatte langsam abgebremst, aber es überraschte mich und ich löste instinktiv meinen Sicherheitsgurt, bereit zu kämpfen oder zu fliehen. »So«, sagte sie und lächelte ihr kaltes Lächeln. »Da wären wir. Es war mir eine Freude, euch Punks kennenzulernen. Gott schütze euch.« Wie gesagt, nur ein kleiner Teil, weil das Buch eben 170 Seiten hat. Das waren jetzt, ich glaube, 15, 17 Seiten, die ich gelesen habe. 16 Seiten. Und ja, Gertrude kriegt natürlich noch eine wichtige Rolle. Vielleicht ist es kein Zufall, dass sie die Leute mit aufgegabelt hat und in diese Stadt gebracht hat. Was wird sie nun in der Bibliothek erwarten, die von anderen Punks besetzt ist und die vielleicht auch wissen,
was es mit diesen Toten, die zurückkommen, auf sich hat. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, mir persönlich hat das zweite Buch viel besser gefallen als das erste, allein wegen diesem Gedankengang, wann darf man jemanden zurückholen und wann nicht. Und das hat sich, im ersten Buch war das auch die Thematik, aber da war das jetzt noch nicht so präsent, das ist jetzt im zweiten Buch gekommen. Und nachdem ich das ganze Buch durchgelesen habe, muss ich sagen, also das Buch hat einen Abschluss, so wie auch das erste, aber an dieser Stelle kann noch weiter erzählt werden. Also quasi, sie treten eine neue Reise an und dann kann natürlich was passieren. Deswegen muss ich sagen, ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden mit dem Buch, auch mit dem Ende, dass man sagen kann für sich, okay, ich habe jetzt damit abgeschlossen, es ist kein offenes Ende, es wird zwar angedeutet, dass die Reise weitergeht, aber es ist nicht so, dass man nun mit 1000 Fragen zurückbleibt, sondern die Geschichte in sich ist abgeschlossen und kann weitererzählt werden. Das finde ich sehr angenehm. War aber schon sehr packend, sagt Redmond wieder. Also mir hat das Buch wirklich wahnsinnig gut gefallen. Der Schreibstil war sehr frisch und angenehm, die Gespräche waren gut und was meine andere Form ist, die Charaktere, also die Personen, die dort auftreten, war schon im ersten Buch so, werden immer nur so angedeutet. Es bleibt viel der Fantasie offen. Also wir wissen, eine hat ein Gesichtstattoo, aber wie sieht die Person jetzt richtig aus? Was hat sie in der Vergangenheit erlebt? Wie klingt die Stimme? Wie ist der Körperbau? All sowas wird immer nur dezent, so wie Schemen angedeutet. Und dadurch lässt das Buch unfassbar viel Freiheit zum Selbstinterpretieren. Hat mir wirklich sehr gut gefallen und vielleicht gefällt es euch ja auch. Und dann werdet ihr es lesen.